Dass die Pandemie auch nicht für die Zweifachgeimpften vorbei ist, darauf werden wir nun von der Regierung vorbereitet. Nun spricht der Gesundheitsminister bereits von der dritten Impfung. Angesichts der explodierenden Gewinne vom subventionierten und präferierten Impfstofflieferanten Biochem muss man wohl ein Schelm sein, wenn man wirtschaftliche Gedanken bekommt. Denn die Impfung mit entsprechender Bildung von Antikörpern doch nicht den versprochenen Effekt war. In Israel der Impfeffekt Mitte Juli noch 64%, sind es mittlerweile bei explodierenden Infektionszahlen nur noch 39%. Ach so, es ist wegen der hochansteckenden Delta-Variante. Dann kommt die Lambda-Variante, die Theta-Variante und die nächste Variante. Hauptsache impfen, impfen, impfen. Jetzt die Kinder, dann die dritte Impfung, da werden es bald Hund und Katz sein. Was ist denn mit den Präventivmaßnahmen zur Verbesserung des Systems, um Viruserkrankungen vorzubeugen? Oder Sofortmaßnahmen, wenn eine Viruskrankheit auftritt? Da muss man kein Quer- oder Kreuz- oder Querdenker sein, sondern einfach nur ein bisschen kritisch nachdenken.